Schon wieder. Ausbildung. Ausbildung. Manchmal Venom. Ich will jetzt mal ein bisschen rumgucken, was wir hier machen sollen. Das einzige Spiel, wo ich jemals irgendwann mal gegen dich war, war Venom. Und da reiß ich eh nichts. Na, zumindest ein bisschen mehr wie ich. Upgrade abgeschlossen. Aber ja. Panzerdivision. Velo halt. Einheit ist das, das brauchen wir aber nicht, oder? Einheit verloren. Ja, was. Was. Freundchen! Was war denn das hier jetzt? Habe ich meinen Flieger schon? Okay. Ich würde jetzt mal kurz mit dem Flieger. Ja, eigentlich. Wenn er hieß, lade ich ihn nicht neu. Hab heute eine Runde gespielt. Ey, ich bin so ausgerastet. Ich spiel's schon gar nicht mehr. Weil, wenn du das nur. Also, wo ich das wirklich fast die ganze Woche gezuckt habe, da ging's. Da war ich relativ zufrieden. Koordinaten erfasst. So wie ich gespielt habe. Ja. Feindliche Einheiten im Sicht. Gleich dort. Oh, Scheiße. Aber wenn du es eine Weile nicht gespielt hast und du ab und zu spielst. Also ich treffe da nichts, ne? Also wirklich gar nichts. Panzereinsatzbereit. Die haben diese Scheiß. Okay. Koordinaten erfasst. Bin gleich dort. Ihr habt doch den Knall. Okay. Verstanden. Okay, ich finde es echt nicht nice, ne? Gerade die Dinger, die sind doch der Hammer. Ach, die sind unbewaffnet? Kann das nach Stationierung, deswegen können wir feuern. Okay. Ach so, die kam mir vorhin so stark vor. Upgrade abgeschlossen. Auch wieder zu Rainbow gewechselt, da kann man wegziehen. Da schießt man auch dahin, wo man hinzieht. Silos benötigt. Ja. Ausbildung. Ich müsste aber auch auf die Raider Buckys noch gehen, ne? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Also hier kommen auf jeden Fall mehr Infanterie und drüben mehr. Kavallerie wollte ich schon sagen. Maschinen. Fahrzeuge. Das Wort fehlt. Fahrzeuge. Einheit befördert. Ungeeigneter Bauplatz. Die haben wir das Ding hier zerschossen. Nein, Velo schießt man immer 2 Meter weiter hoch, als man eigentlich zielt. Ja, je nach Waffe und so und ob du läufst oder stillstehst. Und ja. Das ist halt das Spiel, das musst du regelmäßig spielen. Wollen wir das jetzt mal hier bauen? Baut. Repariert und bestückt. Ach so, das ist quasi wie das, nur dass ich das irgendwo hinbauen kann, oder wie? Was habe ich denn davon? Stealth-Panzer einsatzbereit. Blöd gefragt. Am X, habe ich das richtig verstanden? Da muss ich einfach nur, es ist zwar quasi eine zweite Flugding, nur dass ich da keine Einheiten bauen kann? Baut. Oder bringt das irgendwie geiles Zeug? Das ist halt CSGO in anderer Grafik. Ja, aber ist doch gut. CSGO hat auch immer Spaß gemacht. Es war nur halt das Problem mit diesen ganzen Cheatern. Das hat Silos irgendwie voll den Spaß benötigt. Gemacht. Bau abgeschlossen. Das fand ich schon doof. Neue Bauoptionen. Ich würde mal hier vorne Störsender hinpacken. Gut, das ich benutze die nie. Okay, dann probieren wir das jetzt einfach mal. Wir haben ja genug Geld übrig. Mal ein paar Strahlenkanonen. Möglichst weit hin. Gehen wir auf die Jagd. Probier's mal, ist lecker. Hm, ich weiß nicht so recht. Bau abgeschlossen. Gehen wir auf die Jagd. Dann habe ich jetzt ein bisschen nah an den Vorposten, ne? Wenn ich jetzt den Vorposten auch treffe, ist scheiße. Na egal. Wird schon werden. Gehen wir auf die Jagd. Baut. Bau abgeschlossen. Auch schwer hat man nur 4 Sekunden Zeit, die Sender zu zerstören. Alter, ernsthaft. Wie willst du denn das machen? Gehen wir auf die Jagd. Das ist doch übertrieben. Baut. Also mal ehrlich. Gehen wir auf die Jagd. Das ist ja brutal. Bau gehen wir auf die Jagd. Scanner in der Nähe. So, jetzt ist halt echt die Frage, erst links rum, erst rechts rum. Ja, ich weiß nicht so genau. Niemand sieht mich. Wir werden das in mehreren Steps machen müssen, glaube ich. Auf die Jagd. Ich bin aber raus, wünsche euch allen gute Nacht. Dir auch, Klamsi, einen schönen Abend noch. Schlaf gut. Silos benötigt. Gehen wir auf die Jagd.
Wir spielen auch auf schwer, wenn wir Spaß haben will. Genau, glauben sie. Ja, genau. Genau. Gehen wir auf die Jagd. Gut. Egal, verstellen kann ruhig kommen. Ja, das wird jetzt auch so laufen. Ich krieg die nicht immer so schnell down. Das, gehen wir auf die Jagd. Dann weiß ich ja gar nicht, wo sie sind. Ah, da ist einer. Hätte ich Vertigo-Bomber, wäre das ja alles kein Thema, ne? Hätte ich die. Aber ich hab sie nicht. Gemeine Sache. Strahlenkanone einsatzbereit. Ach so, ich wollte diesen Luftunterstützungsturm mal bauen, ne? Da brauche ich wahrscheinlich auch einen Venom dazu. Bau abgeschlossen. Tests beendet. Strahlenkanone einsatzbereit. Venomleiter bereit zum Abheben. Koordinaten bestätigt. Hier, Raider. Infanterie kommt, glaube ich, eher von hier bin unten, unterwegs. Wenn ich das richtig gesehen habe. So. Strahlenkanone einsatzbereit. Was gibt's? Bin gleich dort. Ja, gut, da, aber ganz ehrlich, da bräuchte ich doch jetzt Vertigo-Bombo eigentlich. Strahlenkanone einsatzbereit. Roger. Weil die Venoms werden ja nicht bestückt, die haben ja die Waffen automatisch drin. Das ist für von Arsch. Ja, zum Reparieren vielleicht, ja, aber... Strahlenkanone einsatzbereit. Komm, macht aus Schweren auch mehr Spaß. Ja, es ist halt Geschmackssache, ne? Also ich mag es jetzt nicht. Silos benötigt. Aber es ist halt echt Geschmackssache. Strahlenkanone einsatzbereit. Wow. Bei uns ist noch so ein Ding. Ein bisschen, jetzt machen wir mal voran hier. Systeme aktiv. Das sind mir aber zu wenig Einheiten gerade. Scanner in der Nähe. Strahlenkanone einsatzbereit. Ziel. Nein, wir machen da den Sender nämlich jetzt hier. Tarnkappensender bereit. Wir haben ja keine Ahnung. Fahre in Position. Bau abgeschlossen. I'm so hungry, 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 hungry. Wie lautet der Plan? Stealth-Panzer einsatzbereit. Tests beendet. Linsen gesichert. Wir positionieren uns jetzt hier. Ich hoffe, dass wir an den drankommen und den nicht mit Flugzeugen machen müssen. Strahlenkanone unterwegs. Feindliche Einheiten im Gesicht. Dass hier nicht zu viel Infanterie kommt, hoffe ich jetzt auch noch. Beschleuniger aufladen. Gut. Habt ihr fein gemacht! Wo ist denn noch einer? Stealth-Panzer-Einsatzbereit. Zwei. Koordinaten erfasst. Strahlenkanone unterwegs. Koordinaten erfasst. Zieh doch mal zurück, solange ich mich umgucken will, bitte. Weil da kommt nämlich schon wieder ein. Aber da, da. Stealth-Panzer-Einsatzbereit. Du musst dich aber verteidigen, wenn ich die zurückschicke. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit verloren. Ja, die gehen halt ab. Keine Ahnung, ich habe noch nie irgendeinen Command & Conquer Teil gespielt. Also ich habe schon als Kind habe ich es halt gespielt. Von dem Teil hier habe ich sehr viel gespielt. Ja. Das waren noch Zeiten. Könnt ihr den jetzt mal lieber... Alter, die halten halt aus. Das ist nicht normal, ne? Strahlenkanone online. Wo ist denn jetzt die anderen Dinger? Die anderen zwei. Keine Ahnung. Feindliche Einheiten in Sicht. Gehen wir auf die Jagd. Scheiß drauf, wir fahren jetzt mal weiter. Da! Gehen wir auf die Jagd. Ausbildung. Das Problem ist, dass wir hier gerade ein bisschen zu viele Buggies haben für meinen Geschmack. Die Bruderschaft vertraut mir. Gehen wir auf die Jagd. Viel zu viele Buggies. Illuminatoren ausgerichtet. Viel zu viele. Die Buggies machen halt kaum 18. Ja gut, die sind halt auch unsichtbar. Wie willst du die auch sehen? Ziel verifiziert. Ja, keine Ahnung, hat mich bis jetzt noch nicht genug überzeugt, um zu kaufen. Ja, muss ja auch nicht, ne? Koordinaten werden aktualisiert. Ziel verifiziert. Das ist auch alles immer Geschmackssache. Linsen gesichert. Die BM geht da langsam leer. Ausbildung. Ausbildung.
Ich weiß nicht, ob ich das beschützen muss, ja. Blieb so Mittelalter-Zeugs und so. Ja, dann ist doch Age gar nicht schlecht. Hoppala, Entschuldigung. Mein Mikro steht heute irgendwie ein bisschen kacke. Stealth-Panzer-Einsatz bereit. Tests beendet. Koordinaten bestätigt. Na, es geht's halt langsam näher, ne? Age ist nicht schlecht, sondern super. Ja, definitiv. Habe ich früher auch ganz viel gespielt. Hat auch zu den Spielen gehört, auf jeden Fall. Optik aktiviert. Linsen gesichert. Pharao war bei mir noch sowas, aber das wird wahrscheinlich ja niemand kennen gerade. Stealth-Panzer-Einsatz bereit. Strahlenkanone online. Das ist auch so ein Aufbaugame, habe ich absolut geliebt. Warum habe ich hier eigentlich nur einen Botschafter stehen? Dieses Land gehört. Hat ich mit dem irgendwas vor? Bin mir nicht sicher. Speichern wir mal zwischendurch. Ich habe halt damals so als Sechsjähriger scheiße nur gespielt auf dem Laptop von meinem Vater. Ja, bei mir kam es auch durch meinen Vater quasi, das Command & Conquer zusammengespielt. Und mit meiner Mama habe ich Pharao zusammengespielt. Stealth-Panzer-Einsatz bereit. Ich kann helfen. Bestes Spiel ever. Ausbildung. Und es kommt dieses Jahr ein Game raus, was so ähnlich ist. Die Bruderschaft vertraut mir. Wir sind bereit. Also nicht nur ähnlich, sondern eigentlich quasi fast genauso. Ich bin dann soweit. Voll krass. Darüber! Ich hoffe, das wird gut. Stealth-Panzer-Einsatz bereit. Einheit geborgen. Geil! Ich bin bereit. Den müssen wir, oder? Du bist ein Läuterer. Für die Kampfkraft nahegelegene Einheiten. Alter Schwede. Reparierst du dich jetzt auch selber? Nee, das wird nicht gut. Ja, definitiv. Finde ich schön, dass du dich so mit mir freust, obwohl du es wahrscheinlich gar nicht kennst. Sehr lieb von dir. Kriegst du wieder Halsweh. Ich fürchte... Feindliche Einheiten in Sicht. Dass mein Sohn doch was ausbrütet. Tiberium fällt ab. Er hat nämlich heute gepustet. Mehrfach. Der war irgendwie ein bisschen komisch drauf. Gleite zum Ziel. Silos benötigt. Alter, Ausbildung. Was will ich denn mit den ganzen Einheiten Ausbildung. Machen? Systeme aktiv. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ich bräuchte hier noch Raider Buggies. Abgebrochen. Ausbildung. Leute haben immer einen fest eingebauten Flammenwerfer. Ach, cool. Aber dass sie die jetzt alles so umbenannt haben auch, ne? Gehen wir auf die Jagd. Ist schon witzig. So. Optik aktiviert. Geh jetzt mal los. Strahlenkanone unterwegs. Gehen wir auf die Jagd. Wir kriegen hier. Feindkontakt bestätigt. Koordinaten werden aktualisiert. Feindliche Einheiten in Sicht. Ich kann gerade sagen, wo bleiben die Gegner? Einheit wird angegriffen. Kalibrierung abgeschlossen. Einheit verloren. Immer vormarschieren. Gehen wir auf die Jagd. Ja, das war jetzt eine gute Taste. In Wartestellung. Gehen wir auf die Jagd. Neues Bonusziel. Stealth-Panzer-Einsatz bereit. Klar machen. Wir müssen näher ran. Okay, die haben Obelisken. War fast zu erwarten. Die haben ja immer bessere Sachen wie mir. GDI-Verstärkung nähert sich von Norden. Einheit wird angegriffen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Stealth-Panzer-Einsatz bereit. Terminalinsender bereit. Überfall. Gehen wir auf die Jagd. Feuer! Macht sie fertig! Freunde! Obelisk, jetzt sofort. Das ist nochmal ein Problem. Macht sie weg. Da ist noch einer. Feindliche Einheiten in Sicht. Schnell, greift an! Einheit verloren. Luminatoren ausgerichtet. Macht ihm die Hölle heiß! Niemand sieht mich. Wo ist denn jetzt die Verstärkung, die von Norden kommt eigentlich? Das ist sie ausbereitet.
Ich soll ja alles zerstören. Aufpassen. Mehr Raketen. Bringen wir es hinter uns. Wenn es gut ist, sehe ich es vielleicht bei dir und dann hole ich es mir auf. Gute Einstellung. Also ich werde es auf jeden Fall spielen. Ich habe auf die Demo mal gespielt hier. Also schon wegen her. Kalibrierung abgeschlossen. Scanner in der Nähe. Macht sie fertig. Machen wir alles platt, weil ich will das Bonusziel haben. Feindliche Einheiten ausgerichtet. Panzereinsatz bereit. Leite Angriff ein. Deine Raider-Buggy hier. Kains Rache, Avatar, Leuteras sind gleich schwächer als die Venus Wars Avatare. Ah, okay. Feindkontakt bestätigt. Feuer! Koordinaten werden aktualisiert. Ja, ihr müsst mal alles aufpassen. Neutralisierung läuft. Feuer! Ist die. Wellenlänge intensiviert. Neutralisierung läuft. Es kann sein, dass ich Demo bei dir gesehen habe. Ich habe jedenfalls mal reingeschaut, als du eine Demo von so einem Spiel gespielt hast. Also das war das in Ägypten quasi. So ein bisschen. Ja, Ägypten halt. Felder bauen, Häuser bauen. Feindliche Einheiten in Sicht. Das kann gut sein, ja, dass du es gesehen hast. Schnell, greift an! Auf sie! Beschleuniger aufladen. Einheit wird angekommen. Einheit befördert. Empfange Nachricht. Marcion flieht. Zerstören Sie seine Eskorte. Dann haben wir diesen Ketzer. Ihr habt das Gefühl? Egal welches Level hier kommt. Er haut ab! Feigling! Es ist nie vorbei, wenn du denkst, es ist vorbei. Strahlenkanone unterwegs. Kann es sein? Feindkontakt bestätigt. Leite Angriff ein. Optik aktiviert. Jo, scheiße. Empfange war's, ne? Nachricht. Du kannst nicht hinkommen. Kane braucht Marcion lebend. Bringen Sie seinen Transporter zum Exfiltrations. Ja, ich glaube, da habe ich reingeschaut. Wenn es das ist, was ich denke, ist das ganz gut. Das ist cool. Ich weiß nur nicht, wann es dieses Jahr rauskommt. Strahlenkanone online. Wo muss der jetzt hin? Ah. Optik aktiviert. Alles klar. Koordinaten bestätigt. Koordinaten werden aktualisiert. Koordinaten bestätigt. Also ich krieg's echt im Hals. Ich glaube, wir müssen jetzt einen Feierabend machen. Das ist erst 11, ne? Scheiße. Mal gucken. Ziel verifiziert. Ein Ziel. Eine Vision. Meine Gefolgsleute. Okay. Strahlenkanone online. Strahlenkanone unterwegs. Linsen gesichert. Schon Feierabend, was soll ich denn da noch alleine machen? Wir machen noch weiter. So lange wie es geht, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es jetzt dann mal besser wird. Koordinaten bestätigt. Oder zumindest jetzt schlimmer. Dann ist es auch okay. Was machst denn du da? Er reißt einfach Bäume ab. Yay! Yay! Einsatzziel erreicht. Systeme aktiviert. Geheimdienstdaten aktualisiert. Mission erfolgreich. Ich bringe Lichtfehl noch. Ah, verdammt! Mist! Wie viele Missionen hat das DLC eigentlich, AMX? Hast du es im Kopf? Da kommt er. 13. Doch so viele. Kane! Ja. Mein Bruder, ich bin noch unter den Lebenden. Nein. Was ist mit dir, mein Sohn? Du scheinst dich ja gar nicht zu freuen. Wenn ich gewusst hätte... Hättest du mich dann nicht verraten?
Das war hervorragende Arbeit, mein Kind. Die schwarze Hand wird ihren Irrweg verlassen. Genau wie Bruder Marcion. Ist es nicht so, werter Bruder? Ja. Wie kleiner wird, ne? Nur als Kane da ist. Meine Gefolgsleute. Verständlich. Kane ist halt Kane. Ich habe die Bruderschaft verraten. Die schwarze Hand ist wieder ein Bestandteil unserer Armee. Ich habe die Erinnerung an Kane verraten, ebenso wie unsere Sache. Andere müssen leider erst noch bekehrt werden. Die GDI. Die GDI hat mich benutzt. Sie hat mich aufgebracht gegen den größten Propheten unserer Zeit. Eine Vision. Ein Ziel. Viele würden uns folgen, aber sie haben Angst. Sie fürchten, die GDI könnte zu stark sein. Wir müssen diesen Menschen vor Augen führen, dass unser Feind schwach ist. Deshalb brauchen wir eine große Geste. Komm, mein Bruder. Es wird Zeit, das Gesicht der Zukunft zu sehen. Kane ist einfach Knaller.